fragen jetzt gleich. Und I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Die Geschichte fing ganz friedlich an. Es war am Weihnachtstag gegen Mittag, als mein zur Sentimentalität neigendes Gemüt mit mir durchging. Angesichts des liebevoll geschmückten Weihnachtsbaums und umnebelt vom Duft des glasierten Truthahns aus der Küche war es kein Wunder. Sleigh bells in the snow. Oh, Mrs. Patton, warum lassen Sie mich im Stich? Sie müssen die zweite Stimme übernehmen. Aber Sie wissen doch, dass ich vollkommen unmusikalisch bin, Mr. McPherson. Unsinn, zu Weihnachten ist jeder musikalisch. Das weiß ich noch von zu Hause. Also bitte. Ich würde jetzt lieber nach dem Braten sehen. Später, verpassen Sie Ihren Einsatz nicht. Und jetzt. Where the tree tops glisten and lauter. Lauter. Das Wichtigste am Gesang ist die Lautstärke. Das hat mir schon mein Vater eingebläut, als ich mich als kleiner Junge genauso anstellte wie Sie, meine Liebe.